Das ist Waldmeister. Waldmeister wächst in Laubmischwäldern. Seine Blätter wachsen etagenmäßig, 6 bis 8 Blättchen pro Etage im Kreis herum. Der Geschmack und der Geruch von Waldmeister ist süß und aromatisch. Ernte die Blätter der oberen 3 Etagen und lass sie einen Tag anwelken. Erst dann entfaltet sich das volle Aroma. Daraus kannst du dann Tee machen oder eine Kräuterbowle. Die Blüten, die erst später rauskommen, kannst du in Wein einlegen. Aber Achtung, Waldmeister enthält sehr viel Kumarin und das kann bei manchen Menschen Kopfschmerzen verursachen. Bitte nicht mehr als 3 Gramm Waldmeister pro Liter Flüssigkeit verwenden. In der Volksmedizin findet der Waldmeister als Tee zubereitet Verwendung. Zum Beispiel bei Leibschmerzen, zur Leberstärkung, zur Schlafförderung und zur Stimmungsaufhellung. Frisch zerriebene Blätter helfen bei Insektenstichen. Viel Spaß beim Sammeln!